Wie erkenne ich meinen Escort-Kunden, beziehungsweise was ist, wenn ich meinen Kunden nicht finde? Das sind Fragen, die ich jeden Tag von Escort-Damen gestellt bekomme. Doch keine Sorge, in meinem Video erkläre ich dir, was du tun kannst, damit du den Escort-Kunden immer findest. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bell Bennett. Auf meinem Kanal geht es um Escort Lifestyle und mein Business. Heute möchte ich darauf eingehen, was man tun muss bzw. was man beachten muss, damit man den Kunden bei einem Escort-Date auch findet. Viele Escort-Damen fragen mich beim Casting, was können sie tun, damit sie den Escort-Kunden beim Date tatsächlich finden bzw. wie sie ihn denn erkennen, wenn sie kein Foto bzw. keine Daten vom Kunden haben. Als selbstständige Escort-Dame ist das kein Problem. Man lässt sich vom Kunden die Telefonnummer geben und wenn man beim Date ist und den Kunden nicht findet, dann hat man die Möglichkeit, diesen einfach kurz anzurufen. Arbeitet man mit einer Escort-Agentur zusammen, ist das nochmal anders. Wie in meinem Video anonym als Escort-Dame arbeiten erklärt, das verlinke ich dir auch nochmal in meiner Beschreibung, bekommt man als Escort-Dame keine Daten vom Kunden und auch der Kunde bekommt keine Daten von der Escort-Dame. Auch ein Foto, damit man den Kunden erkennt, hat man als Escort-Dame nicht. Somit machen sich viele Escort-Damen Gedanken, dass sie den Kunden bei ihrem Date nicht finden oder ihn nicht erkennen. Doch diese Angst ist total unbegründet. Hat die Escort-Dame den Treffpunkt auf dem Hotelzimmer bzw. das Date fängt auf dem Hotelzimmer an, ist das kein Problem. Die Escort-Agentur ruft beim Kunden vorher auf dem Hotelzimmer an, um sicherzugehen, dass tatsächlich der Kunde auf dem Hotelzimmer ist. Hierzu habe ich auch nochmal ein Video gedreht, das heißt Sicherheit beim Escort-Date. Somit ist das kein Problem. Die Dame klopft beim Hotelzimmer, der Kunde macht auf und beide haben sich gefunden. Jedoch gibt es Hotels, die benötigen eine Keykarte. Das bedeutet, man braucht eine Zimmerkarte, um den Aufzug zu nutzen. Hier ist ein Treffpunkt auf dem Hotelzimmer nicht möglich. Somit macht die Escort-Dame mit dem Escort-Kunden bzw. die Agentur mit dem Kunden einen Treffpunkt aus, wo sich Escort-Dame und Escort-Kunde treffen. Dieser kann sein, zum Beispiel in der Lobby, bei den Aufzügen oder am Eingang des Hotels. Es ist schon mal passiert, dass die Escort-Dame vor dem Hotel gewartet hat, der Kunde im Hotel. Doch ein kurzer Anruf bei der Agentur, wenn sich beide nicht finden und schon ist das Problem gelöst. Es gibt jedoch Escort-Agenturen, die für die Escort-Damen bzw. für den Escort-Kunden nur in den Öffnungszeiten erreichbar sind. Das sollte man mit der Agentur beim Casting abklären. Das bedeutet, wenn eine Agentur von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet ist, das Date aber erst um 21 Uhr beginnt, schickt die Escort-Agentur der Escort-Dame die Kontaktdaten vom Kunden. Dann muss sich am Abend die Escort-Dame selber darum kümmern, dass sie die Zimmernummer bekommt bzw. auch den Treffpunkt mit dem Kunden vereinbaren. Das ist etwas suboptimal. Einfach aus dem Grund, da viele Kunden es nicht möchten, dass die Escort-Dame die Kontaktdaten vom Kunden hat und es gibt Escort-Damen, die es nicht mögen, wenn der Kunde die Kontaktdaten der Escort-Dame haben. Und viele Escort-Kunden gehen nicht ans Telefon, wenn die Escort-Dame dann am Tag des Dates mit unterdrückter Telefonnummer anruft. Beim Treffpunkt an der Bar machen sich auch oft die Damen Gedanken, dass sie sich zum falschen Herrn setzen. Doch auch das ist in der Regel kein Problem. Meistens weiß der Kunde, wie die Escort-Dame ausschaut und schaut bzw. wartet schon gespannt auf die Escort-Dame und winkt ihr in der Regel schon zu. Passiert es vielleicht doch, dass die Escort-Dame nicht weiß, zu welchem Kunden sie sich setzen soll, ruft sie kurz bei der Agentur an. Die Agentur ruft den Kunden an. Die Escort-Dame sieht schon, welcher dieser Herren ans Handy geht und kann den Kunden schon zuordnen. Für jedes Problem gibt es auch immer eine Lösung. Oft schreiben mir die Escort-Damen von BB Escort, dass denen das, so wie ich das erzählt habe, noch nie bewusst war, obwohl sie schon lange als Escort-Damen arbeiten. Aber wo gesägt wird, fallen auch Späne. Deshalb erzähle ich euch mal auch eine lustige Geschichte. Es kann natürlich immer mal was schief gehen. Es gibt Kunden, die immer um die gleiche Jahreszeit in der gleichen Stadt sind und diese Gelegenheit nutzen, sich eine Escort-Dame zu buchen. So gab es einen Kunden, der einen Termin gebucht hat, den Treffpunkt mit der Escort-Dame vereinbart hat,
Die Escort-Dame kam hin, hat sich bei der Agentur angemeldet, dass sie den Kunden gefunden hat und dass alles okay ist. Der Escort-Kunde ruft jedoch an und fragt, wo denn die Escort-Dame bleibt. Man versucht, die Escort-Dame anzurufen und erreicht die Escort-Dame nicht. Man entschuldigt sich beim Kunden, weil man es nicht verstehen kann, da die Escort-Dame nicht erreichbar ist, aber sich zum Date angemeldet hat. Nach 3 Stunden meldet sich die Escort-Dame und fragt, was denn los ist, warum wir sie so oft angerufen haben. Man erklärt der Escort-Dame, dass der Kunde angerufen hat, weil sie nicht beim Date war. Die Escort-Dame konnte das einfach nicht verstehen, weil sie war ja beim Kunden. Am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass die Escort-Dame mit dem falschen Kunden mitgegangen ist. Und wie konnte das passieren? Der Escort-Kunde hat die Escort-Dame 1 Jahr vorher schon gebucht. Dieses Mal hat er bei einer anderen Agentur gebucht. Und als die Escort-Dame kam, dachte er, ach, das ist die gleiche Escort-Dame, die jedoch bei einer anderen Agentur auch arbeitet. Man konnte es bei dem Kunden, der die Escort-Dame dann tatsächlich gebucht hat, nicht erklären, beziehungsweise man hat es ihm erklärt, aber er konnte das nicht glauben. Im Hotel stand somit ein Kunde ohne Escort-Dame, aber auch eine Escort-Dame ohne Kunden. Es ist wichtig, als Escort-Dame oder als Escort-Agentur sich vom Kunden alles ganz genau durchzulesen, damit auch wirklich alle Fehler vermieden werden können. Hat dir das Video gefallen, dann lass mir einen Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.